Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich Ihnen zu Beginn ein paar ganz grundlegende Hinweise dazu geben, wie man eigentlich philosophische Texte lesen sollte. Was ich Ihnen hier erzähle, das basiert größtenteils auf zwei Einführungen in das philosophische Arbeiten, also Büchern, die sich mit den speziellen Methoden, mit den Techniken, mit den Werkzeugen beschäftigen, wie man konkret Philosophie praktizieren kann. Das eine ist von Jonas Pfister, Werkzeuge des Philosophierens, das andere von Jay Rosenberg, Philosophieren, ein Handbuch für Anfänger. Beides sind sehr, sehr gute Titel, die ich immer wieder gerne empfehle, von denen ich selber viel gelernt habe und ich kann nur empfehlen, wenn Sie sich die noch nicht besorgt haben, tun Sie das in nächster Zeit, schauen Sie mal da rein, Sie werden es garantiert nicht bereuen. So, von dem Herrn Pfister übernehme ich hier das System der sechs aufeinander aufbauenden Stufen des Lesens. Das ist ein sehr, sehr hilfreiches Modell, von dem ich finde, dass es sehr nützlich ist, um sich ja, klarzumachen, wie man am besten an einen philosophischen Text rangehen sollte. Und deswegen will ich Ihnen das jetzt hier vorstellen. So, Stufe 1 des Lesens ist das Thema. Heißt, ich muss rausfinden, was ist eigentlich das Thema dieses philosophischen Textes, den ich hier gerade lese. Dazu muss ich Ihnen gleich das Allerwichtigste sagen, was Sie vielleicht hier und heute in diesem Video hören werden, nämlich jeder philosophische Text ist eine Antwort auf eine Frage. Wenn Sie die Frage nicht kennen, können Sie die Antwort nicht verstehen. Vielleicht kennen Sie von Douglas Adams den Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Ja, da gibt es so eine ganz witzige Story drin, von einem Computer, der die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem finden soll. Also irgendeine uralte Zivilisation ist genervt davon, ständig die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen zu müssen, beschließt, die Sache ein für alle Mal zu klären und baut deswegen diesen gigantischen Supercomputer, der die Antwort auf diese Frage finden soll, nach dem Leben, nach dem Universum und dem ganzen Rest. Der Computer rechnet viele, viele Millionen Jahre lang und am Ende verkündet er das Ergebnis. Die Antwort lautet 42. Alle sind erstmal ziemlich irritiert und perplex und fragen sich, ist da was schiefgegangen? Ist das vielleicht nicht die richtige Antwort? Doch, sagt der Computer, das ist die richtige Antwort. Aber was ist eigentlich die Frage? Und plötzlich müssen alle feststellen, sie haben eine Antwort bekommen, aber sie hatten gar keine Ahnung, was die Frage ist, die da eigentlich beantwortet werden soll. Also bauen sie den nächsten, noch größeren Computer, der herausfinden soll, was eigentlich die Frage ist, die mit 42 beantwortet werden soll. Gut, die Message für uns ist relativ klar. Wenn Sie die Frage nicht kennen, können Sie die Antwort nicht verstehen. Wenn Sie einen philosophischen Text verstehen wollen, dann müssen Sie auch die Frage kennen, die dieser Text beantwortet. Manche Texte sind in der Hinsicht ziemlich freundlich. Sie nennen einfach die Frage und die Antwort, also die These, die der Text vertritt, explizit, meistens am Anfang. Andere sind nicht so freundlich und überlassen einem das dann eher selber. Man muss also so zwischen den Zeilen lesen und sich selbst zusammensuchen oder erschließen, was denn jetzt eigentlich die Frage und die Antwort sein sollen. Und ja, andere wissen selber gar nicht so genau, worüber sie schreiben, was ihr Problem ist. Und das sind dann die fiesesten Texte, bei denen man so gar nicht richtig weiß, was am Ende eigentlich dabei rauskommen soll. Heißt, Aufgabe 1 auf dieser ersten Stufe ist, wenn Sie einen Text lesen, finden Sie als erstes heraus, was ist das Problem? Was ist die Frage? Und was ist die Antwort, die der Text auf diese Frage geben möchte? Das ist so ziemlich das Wichtigste. Stufe Nummer 2 des Lesens, das ist die Argumentation. Philosophische Texte behaupten nicht einfach irgendwas, sondern sie haben den Anspruch, das, was sie behaupten, auch begründen zu können. Und zwar vernünftig begründen zu können. Das ist der Unterschied zwischen Philosophie und bloßem Geschwafel. Oder zumindest sollte es so sein. Philosophie will also nicht einfach nur irgendwelche Ideen ausbreiten und in die Welt stellen und uns dazu überreden, uns doch diesen Ideen anzuschließen, weil sie so gut klingen, sondern Philosophie möchte durch gute Gründe überzeugen. Sie möchte zeigen, dass das, was sie denkt, auch richtig ist. Ich will also in einem philosophischen Text nicht nur zeigen, was ich denke, sondern ich will auch zeigen, warum ich es denke. Das heißt, ein philosophischer Text enthält nicht nur eine These,
sondern er enthält auch die Gründe für diese These. Warum wird die Frage so beantwortet, wie sie beantwortet wird? Es interessiert uns nicht nur die Antwort, es interessiert uns, warum gerade diese Antwort gegeben wird. Diese Gründe müssen wir finden. Wir müssen sie dann in einem weiteren Schritt auch näher anschauen, diskutieren und kritisieren. Aber das Wichtigste an dieser Stelle ist zunächst einmal, finden wir diese Gründe? Stufe Nummer 3, das ist der Kontext. Philosophie ist eine Diskussion, und zwar eine Diskussion, die seit ungefähr 2.500 Jahren im Gang ist und immer noch nicht abgeschlossen ist. In diesen 2.500 Jahren hat sich die Diskussion immer weiter verzweigt, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen und weiß am Ende gar nicht mehr, wie man da hingekommen ist, wo man letzten Endes rauskommt. Das heißt aber auch, dass philosophische Texte niemals in einem luftleeren Raum existieren. Philosophische Texte haben immer irgendeinen Bezug zu etwas anderem. Sie haben einen Bezug zu einer bestimmten Debatte. Also es gibt klar oder nicht ganz so klar voneinander abgrenzbare philosophische Debatten, in die man die philosophische Landschaft so unterteilen kann. Also Debatten zum Beispiel über das Leib-Seele-Problem, über die Willensfreiheit, über den ontologischen Gottesbeweis und so weiter und so fort. Und jede dieser Debatten hat ihre eigenen typischen Positionen, ihre Themen, die Argumente, die in ihr immer wieder ausgetauscht werden und auch spezifische Begriffe, die für diese Debatte entscheidend sind. Es wird uns sehr viel leichter fallen, einen bestimmten Text zu verstehen, wenn wir wissen, in welche Diskussion er reingehört und wenn wir schon so eine ungefähre Ahnung davon haben, was für Dinge und in welcher Sprache eigentlich verhandelt werden in dieser konkreten philosophischen Debatte. Also identifizieren wir die Debatte, identifizieren wir, was so im Hintergrund vorausgesetzt ist von diesem Text. Aber natürlich haben philosophische Texte auch Bezüge zu anderen philosophischen Texten. Die setzen sich mit anderen Texten auseinander. Das heißt, man versteht die Debatte, in die sich dieser philosophische Text positioniert, besser, wenn man wenigstens einigermaßen grob weiß, wovon in diesen anderen Texten, auf die unser Text sich bezieht, die Rede ist. Um das rauszufinden, dafür sind vor allen Dingen die Literaturangaben da. Manche Texte sind in der Hinsicht auch wieder sehr leserfreundlich und nennen ganz einfach oder zitieren die Texte, mit denen sie sich auseinandersetzen. Hoffentlich explizit mit konkreten, bibliografisch richtigen Literaturangaben. Andere sind da nicht ganz so userfreundlich, sondern halten das Ganze eher vage, verweisen nur grob auf Hegel, Phänomenologie des Geistes oder sowas und sagen, dann schaut mal da rein, da werdet ihr es schon finden. Und wieder andere erwarten ganz einfach, dass man ja wohl weiß, wovon hier die Rede ist und machen sich gar nicht erst die Mühe, große Literaturangaben zu machen. Der Kognitionspsychologe, genau, Steven Pinker, der hat das mal den Fluch des Wissens, The Curse of Knowledge genannt. Je mehr man über ein Thema weiß, umso eher neigt man dazu, das Wissen anderer Menschen über dieses Thema zu überschätzen. Und das führt dann dazu, dass man irgendwann denkt, dass sowieso alle anderen wissen, wovon die Rede ist, weil man ja selber weiß, wovon die Rede ist, auch wenn es überhaupt nicht stimmt. Das macht es nicht immer ganz einfach, den konkreten Kontext rauszufinden. Zum Glück in den meisten modernen philosophischen Texten wird mit ordentlichen Literaturangaben gearbeitet, die Ihnen das dann doch sehr erleichtern. Also identifizieren Sie den Kontext der Debatte. Identifizieren Sie, um welche Thematik es geht, in welchem Feld der Philosophie wir uns bewegen und identifizieren Sie die Gesprächspartner Ihres philosophischen Textes. Dazu ist es hilfreich, philosophische Nachschlagewerke zu verwenden. Welche Sie da verwenden wollen, das bleibt Ihnen letzten Endes selber überlassen. Sie können Wikipedia benutzen, Sie können in der Stanford Encyclopedia of Philosophy nachschlagen, Sie können in die gute alte Bibliothek gehen und in den entsprechenden Nachschlagewerken blättern. Was auch immer Sie verwenden, ist prinzipiell Geschmackssache, Ihnen selbst überlassen, nur tun Sie es auch. Stufe Nummer 4, das ist die Diskussion. Philosophieren heißt nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, was andere gesagt haben, sondern es bedeutet auch, sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Wenn ich die Argumente in einem Text identifiziert habe, dann bleibe ich nicht dabei stehen, sondern ich muss auch fragen, sind diese Argumente schlüssig? Sind diese Argumente überzeugend? Das heißt, ich komme nicht drum herum, mir selbst eine Haltung
zu der Frage oder der These des Textes zu bilden. Also ich muss entscheiden, was denke ich denn eigentlich über diese Frage und wieso denke ich das, was ich darüber denke. Damit kann ich dann Stellung beziehen zu den Argumenten des Textes. Stimme ich diesen Argumenten zu oder habe ich Einwände, habe ich Gegenbeispiele, habe ich Gründe, warum ich den Text für nicht überzeugend halte? Auf dieser vierten Stufe haben wir jetzt also den Schritt gemacht vom bloßen Verstehen oder Nachvollziehen des Textes zum kritischen Diskutieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, denn dieser Schritt ist der Schritt von der bloßen Philosophie-Geschichte zum aktiven Philosophieren. Und dieser Schritt muss auch immer in einer philosophischen Diskussion vorkommen. Ich gebe zu, im Laufe Ihres Studiums werden Sie mit immer weiterem Fortschreiten in der Philosophie diesen Schritt immer früher und immer intensiver vollziehen. Und am Anfang ist das vielleicht noch nicht so wichtig, aber grundsätzlich gilt, zwei Schritte in der Philosophie sind unerlässlich. Erstens das Verstehen, zweitens das Diskutieren. Und zwar immer in dieser Reihenfolge. Denn bevor ich anfange zu diskutieren, muss ich ja auch verstehen, worüber ich diskutieren will. Schritt Nummer 5, die fünfte Stufe, heißt Bewertung. Bewertung bedeutet, ein Urteil zu fällen. Und zwar ein Urteil über den Text. Ist die These des Textes überzeugend, ja oder nein? Und warum ja oder warum nein? Das ist etwas, womit viele am Anfang so fremdeln. Es gibt so eine gewisse Tendenz, gerade bei jüngeren Studierenden, zur Urteilsenthaltung. Oft ist das so eine gewisse Bescheidenheit, die da im Hintergrund steht, dass man sagt, ja, wer bin ich denn, dass ich den großen Descartes oder sowas kritisieren kann? Und das läuft dann am Ende darauf hinaus, dass man nach erfolgter Darstellung und Diskussion sagt, ja, das kann man so sehen oder das kann man auch so sehen, aber letzten Endes muss das dann eben doch jeder für sich selbst entscheiden. Nee, gerade so ist es nicht. Natürlich, es gibt immer verschiedene mögliche Antworten auf eine Frage, aber uns interessiert ja, welche Antwort die richtige ist. Das ist der Sinn der Philosophie. Wenn es letzten Endes egal wäre, was die richtige Antwort ist, dann könnten wir uns die ganze Philosophie auch sparen und irgendwas anderes machen. Also, es gibt klare Antworten. Heißt nicht unbedingt, dass wir diese klaren Antworten auch immer sofort erkennen können, das ist ein anderes Problem, aber es gibt diese klaren Antworten und Ihre Aufgabe besteht darin, sich selbst dazu zu bringen, eine klare Antwort auf diese Frage zu geben. Der letzte Schritt, die sechste Stufe, das ist der Ausblick. Wie kann es von hier weitergehen? Also an welche anderen Texte, die vielleicht in der Diskussion später folgen, schließt dieser Text an? Welche Fragen sind offen geblieben? Was muss noch geklärt werden? Woran muss einfach noch gearbeitet werden? Philosophie ist prinzipiell offen. Das heißt, Philosophie ist eine Debatte, die sich permanent weiterentwickelt. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass wir irgendwann den Punkt erreichen, an dem uns die Fragen ausgehen. Es wird also immer einen Grund geben, von dem konkreten Text, den wir vor uns liegen haben, weiterzublicken zum weiteren Fortgang der Debatte. So, das sind jetzt also die sechs Stufen des Lesens, die aufeinander aufbauen, also die schrittweise immer komplizierter, anspruchsvoller und intensiver werden. Aber wie setzen wir das jetzt konkret um, wenn wir da unseren Text vor uns liegen haben auf dem Schreibtisch? Nun, da berufe ich mich auch wieder auf den Herrn Pfister und zwar auf seine drei Phasen des Lesens. Wenn Sie einen philosophischen Text lesen wollen, fangen Sie an mit der ersten Phase, der Lesevorbereitung. Das ist die einfachste Phase und die geht auch am schnellsten, denn die besteht im Wesentlichen daraus, dass Sie den Text mal schnell durchblättern. Schauen Sie sich den Titel an. Schauen Sie sich die Zwischenüberschriften an. Der Titel gibt Ihnen oft einen ganz guten Hinweis darauf, was denn jetzt das Thema des Textes sein könnte. Das muss auch nicht immer so sein, aber in den meisten Fällen ist der Titel oft ein ganz gutes Indiz. Die Zwischenüberschriften sind recht nützlich, um sich mit der Argumentation vertraut zu machen. Oft kann man schon so ungefähr den Gedankengang erahnen, den ein Text gehen wird, wenn man sich die einzelnen Zwischenüberschriften anschaut. Schauen Sie sich auch die Fußnoten an oder die Literaturhinweise ganz allgemein und die Bibliografie am Ende des Textes. Das ist für den dialektischen Zusammenhang, also für den Kontext dieses Textes relevant. Indem Sie einfach gucken, wer zitiert wird, finden Sie relativ schnell raus, innerhalb welcher Debatte sich der Text bewegt. Achten Sie dabei auch auf die Texte, die besonders häufig zitiert werden.
Es ist nicht so sehr wichtig nachzuverfolgen, wer der spezifische Text ist, der hier ein einziges Mal irgendwo in der Fußnote genannt wird. Aber wenn auf jeder Seite immer wieder auf ein und das gleiche Werk verwiesen wird, dann scheint das offenbar ziemlich wichtig zu sein. Also identifizieren Sie die wichtigsten Gesprächspartner über Fußnoten, Literaturverweise, Bibliografie. Schauen Sie sich auch, wenn es so etwas denn gibt, das Abstract an, also die Kurzzusammenfassung, die am Anfang eines Textes steht. Das ist oft nur bei modernen philosophischen Aufsätzen der Fall. Wenn Sie sowas nicht haben, schauen Sie sich Einleitung und Schluss, den ersten und den letzten Absatz an. Oftmals findet man in der Einleitung und oder am Schluss eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Thesen und Gedanken des Textes. Also für die Beantwortung der Fragen 1 und 2 sind ja, diese Einleitung und der Schluss ziemlich nützlich. Wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie mit dieser ersten Phase des Lesens durch sind, dann kommt Phase 2, das schnelle Lesen. Das heißt, Sie hocken sich hin und lesen den Text in einem Zug von Anfang bis Ende durch. Halten Sie sich nicht zu lange an einzelnen Stellen auf. Versuchen Sie eher einfach an einem Stück möglichst schnell den Text als Ganzen mal zu erfassen. Die Aufgabe hier an dieser Stelle ist es erstmal, die wichtigsten Thesen und die grobe Struktur des Textes herauszuarbeiten. Die ganze Detailarbeit, das kann noch später kommen. Das sollten Sie immer mit dem Stift in der Hand tun. Das heißt, Sie sollten Markierungen im Text anbringen. Wichtig ist es, insgesamt drei verschiedene Typen von Stellen im Text zu markieren. Das erste sind wichtige Stellen. Also hier wird an dieser Stelle im Text ein für den Gedankengang wichtiger Punkt klar und deutlich herausgestellt. Das zweite sind kritische Stellen, also Stellen, an denen etwas unklar ist oder an denen Sie der Meinung sind, dass etwas nicht stimmt, wo Sie einen Kritikpunkt haben, wo Sie Diskussionsbedarf sehen, irgendetwas, wo Sie nochmal nachhaken möchten. Das dritte sind die, ja, mir fällt kein besserer Ausdruck dafür ein, Gelenkstellen. Was sind Gelenkstellen? Nun, schauen Sie sich mal so ein Gelenk an, also wie zum Beispiel meinen Ellenbogen hier. Das ist ein Gelenk. Was macht der? Er verbindet zwei Teile miteinander, meinen Unterarm und meinen Oberarm. Und solche Gelenkstellen gibt es auch in Texten. Stellen, die verschiedene Abschnitte des Textes miteinander verbinden. Suchen Sie diese Übergangsstellen, wo der Text von einem Punkt zum nächsten übergeht und wo das Ganze irgendwie sprachlich deutlich gemacht wird. Manchmal kann man das an Zwischenüberschriften erkennen, das ist immer sehr komfortabel. Wenn es sowas nicht gibt, achten Sie auf spezifische Formulierungen. Also wenn es irgendwie im Text heißt, zum Beispiel, ja, an dieser Stelle könnte man einwenden oder nun wollen wir uns mit dem und dem Problem beschäftigen, dann gibt Ihnen der Verfasser oder die Verfasserin des Textes einen Hinweis, dass jetzt was Neues anfängt. Achten Sie auf diese Stellen, markieren Sie die. Das wird Ihnen später sehr dabei helfen, die Gliederung des Textes und damit den Gedankengang nachzuvollziehen. Wie Sie das markieren, können Sie sich aussuchen. Sie können verschiedene Farben verwenden, Sie können verschiedene Arten von Strichen verwenden, Sie können sich auch Sachen an den Rand schreiben. Machen Sie, wie Sie wollen. Hauptsache, Sie finden sich am Ende darin zurecht. Und am Ende sollte dann Ihr Text nach erfolgtem Lesen ungefähr so aussehen. Also so, dass Sie am Ende mit einem Blick sehen können, wo steht was Wichtiges und warum ist das für mich wichtig. Wenn diese zweite Phase beendet ist, dann kommt die letzte Phase, das genaue Lesen. Das heißt, Sie müssen jeden Text eigentlich mindestens zweimal lesen. So ist das halt in der Philosophie. Genaues Lesen bedeutet sorgfältig lesen, die einzelnen interessanten Stellen kritisch und genau betrachten. Das Ziel dieser intensiven Lesephase am Ende ist es, den Text in einem kurzen Abstract zusammenfassen zu können. Also in wenigen Sätzen sollten Sie in der Lage sein, diesen Text wiederzugeben. Sie sollten in der Lage sein, die Thesen zu benennen, die im Text präsentiert werden. Sie sollten in der Lage sein, das Argument oder die Argumente des Textes zu rekonstruieren, in eigenen Worten auch zu formulieren. Und Sie sollten wissen, was für kritische Einwände man gegen diese Argumentation machen könnte. Dieser dritte Schritt, das ist allerdings das, was wir hier im Seminar gemeinsam machen wollen.